Moin Moin und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Gut Günstig Gaming auf meinem Kanal mit eurem Brocke, meine lieben Freunde. Und wie der Titel schon verraten hat, wahrscheinlich haben einige gerade große Augen gemacht. Ja, heute gibt es gefüllte Tomaten, mega lecker, gesund, schön fruchtig, genauso wie es sein muss und natürlich mit Käse, Ei und etc. Fangen wir einmal an, was wir dafür brauchen. Ich nehme immer große Tomaten, das ist ganz wichtig. Ihr seht schon, wir haben hier so ein bisschen was vorbereitet, wie das Ganze geht. Zeigen wir natürlich auch gleich. Pro Person nehme ich persönlich 3 große Tomaten, ungefähr in der Größenordnung. Ihr könnt da auch größere Tomaten natürlich nehmen. Das ist das Wichtige. Dann gehen wir mal weiter. Eine halbe Zwiebel brauchen wir hier ungefähr für das Ganze. Zum Würzen ein kleines bisschen Schnittlauch. Gehen wir weiter, ein bisschen Mayonnaise werden wir brauchen, ein bisschen gehacktes. Hier sind das jetzt ungefähr 100 Gramm. Hier reichen 50 Gramm Hack, reichen hier locker aus. Ein bisschen Emmentaler Käse brauchen wir, ein Mozzarella werden wir brauchen. 6 Eier brauchen wir oder halt mehr. Wenn ihr 10 macht, dann natürlich 10 Eier. Wenn ihr 2 macht, 2 Eier, brauche ich euch nicht erzählen. Ne? Ja, ein bisschen passierte Tomaten als Beilage. Gibt es dann Reis, aber ich habe heute so großen Hunger, deswegen ein Beutel Reis. Salz, Pfeffer brauchen wir, ein bisschen Olivenöl. Mehr brauchen wir gar nicht und das Ganze geht auch wirklich an sich. Die grobe Arbeit geht hier relativ flott. Wir können hier schon einmal die erste Aufgabe machen. Wir machen schon mal so ein ganz kleines bisschen Olivenöl rein. Mehr erstmal nicht. So, danach nehmen wir uns die Zwiebel hier vor. Genau, die Zwiebel ist jetzt rot, Leute. Nein, wir nehmen uns dann die Tomate vor und zwar auf der Seite, wo hier dieser Strom dran ist. Und schneiden die ruhig schön grob erstmal ab. So, danach benutzen wir das Ganze als Deckel. Denn die Tomate ist unten rund, der Deckel hat eine kleine Kuhle. Heißt, es kann drinnen stehen in der Auflaufform, ohne dass sie halt umknickt. So, ne? Sie steht halt gut drinnen. Deswegen legen wir das hier rein und benutzen es sozusagen einfach nur zum Stehen. So, jetzt ganz wichtig, wir nehmen das Messer und schneiden erstmal hier ganz vorsichtig in der Tomate den Strung raus, weil den wollen wir natürlich nicht im besten Fall mitessen. So, ein bisschen grob hier drin jetzt rumstochern, wie ihr seht gerade. So, kennt jeder von Lieferservice. Ich packe die mir manchmal, ich wasche die gerne aus und benutze die dann manchmal gerne genau für solche Sachen. So, jetzt haben wir den hier, den Strung relativ groß rausgeschnitten. Jetzt können wir einmal so ein bisschen abtropfen lassen und hier mit den Fingern einmal kurz reingehen und diesen Strung drehen so ein bisschen. So, jetzt ziehen wir den Strung hier raus. Danach nehmen wir hier einen Löffel und kratzen einmal so ein bisschen die ganze Tomate sozusagen aus und nehmen den Rest vom Strung, der sich da noch drinne befindet. Den holen wir auch mit dem Löffel gleich schön raus. Das kann ein bisschen so alles schön rauskratzen da. Ein bisschen die Flüssigkeit ebenfalls schön auskratzen hier. So. Einmal die Tomate schön ausgekratzt, dass alles so ein bisschen draußen ist, dass da schön viel Platz für unsere Sachen sind. Fertig. Ja. So, jetzt können wir schon mal die Herdplatte hier anmachen für unsere Dingssonnen. Platzieren wir einfach die Schale und gucken so ein bisschen, dass wir dort die Tomate draufstellen. Fertig. Ja, so sieht das Ganze dann im Umkehrschluss aus. So, den Becher können wir zumachen, den brauchen wir erstmal nicht mehr, da sind nur Tomatenreste drin. So. Ja, dann geht das Ganze weiter. Wir nehmen uns unsere Zwiebel vor. Eine halbe Zwiebel, mehr brauchen wir dann nicht. Na, die solltet ihr so klein wie möglich, so klein schneiden, wie ihr die wieder möchtet. Na, ich schneide die immer, die Leute sagen immer, ja, Brocke, ne, dein Klein ist für uns ein bisschen groß. Na, das kann jeder für sich entscheiden. Ne. Ihr könnt jetzt hier wirklich schön in ganz kleine Stücke schneiden, ne, wie ihr das gerne mögt. Na, schön in kleine Stücke, so, guckt hier, ne, jetzt sind die auch schon relativ klein. Na, hier nochmal so ein bisschen drüber. So. Na, dann warten wir ganz kurz. Einmal das. War es doch die richtige. Wollte gerade sagen, wundere mich, dass die Platte nicht rot ist, weil die geht halt immer mal wieder aus. Ich habe sie, glaube ich, nur zu einem ungünstigen Moment hochgeladen. Ja. Na, währenddessen können wir ja, solange das Öl ein bisschen braucht, ne, können wir die anderen Vorbereitungen schon mal treffen. Die Mozzarella einmal hier die Packung anschneiden, schön vorsichtig. So, einmal alles auskippen. Nur wie gesagt, natürlich soll der Mozzarella nicht am besten in den Abfluss fallen. Na, trotz, dass man den sauber macht, sind da halt immer noch Bakterien drin und dann
weiß nicht, ob dann Mozzarella so lecker schmeckt, wenn der dann mit Sachen in Berührung gekommen ist. So, na, dann können wir auch einmal unseren Schnittlauch schon in ganz kleine Dinger hier schnippeln. Na, den Schnittlauch schon mal ganz klein schneiden parallel. Ja. So, haben wir den Schnittlauch schon mal schön klein geschnitten. Na, parallel einfach alle Arbeiten machen, die wir eigentlich so machen können. Ja. So, jetzt schneide ich mir hier den oberen ab. Den kann man dann so essen, weil ich eine Auflage suche. So, ne, jetzt schneiden wir uns genau 6 schöne Streifchen oder 6 so Scheiben schneiden wir uns da jetzt schön grob raus. Ja, aus dem Mozzarella hier so dritte Scheibe. Ja, wird schon langsam heiß, perfekt. Ja. So, vierte. Da ist die fünfte. Und dann haben wir die sechste. Ne? Und dann kann man den Rest, dann könnte man dann so essen. Ja. Wenn er mehr braucht, dann könnte er natürlich auch mehr nehmen. Ja. Ja. So. Ja, ein kleines bisschen braucht es noch. Können wir schon mal das Hack auspacken aus unserem Beutelchen. So, wie gesagt, wir können mal gucken. Einmal ein Stück reinwerfen. Ja, dann seht ihr, ob das Ganze von der Hitze her passt. Ja. Wenn das Ganze gleich anfängt zu brutzeln, na, dann sind wir auf jeden Fall auf der richtigen Seite. Na, man sieht schon, ich brutschelt. Ja, wird langsam heiß. Na, nehmt ruhig Olivenöl, gibt dem Ganzen nochmal ein kleinen Geschmack. So, wir nehmen jetzt ausnahmsweise das ganze Hack komplett einmal rein. Na, und gleich alles schön klein hacken, dass es schön krümelig ist. So, schön vorsichtig. So, erstmal schön alles richtig krümelig machen. Ihr seht, ihr müsst es halt einfach nur, während es schön dreht, schön klein und krümelig hacken, ne, umso weniger. Ja, sieht doch schon mal sehr, sehr köstlich aus. Und dann könnt ihr halt selber entscheiden, ne, ob ihr das Hack eher so ein bisschen noch saftig haben wollt, ne, oder ob ihr das eher so ein bisschen kross haben wollt. Das liegt dann, das hängt dann von eurem Geschmack ab. Ob ihr sagt, es ist durch, ne, und ich lasse es dann so, dass es noch schön saftig ist, oder ihr sagt, nee, na, ich mag es schön kross, ne, dann lasst das ein bisschen länger noch in der Pfanne drin. Ne, so. Nun kommt hier so unsere halbe Zwiebel noch mit dazu. Ja. So. Auch das wird mit dem Hack schön angebraten. Nebenbei könnt ihr das Hack ruhig noch so ein bisschen klein hacken. Ja. Da kommt nicht viel rein, weil, wie gesagt, die Füllmenge einer Tomate, wie ihr seht, ist jetzt nicht mega grob. Ja. Deswegen, ja, ruhig ein bisschen alles schön anbrutzeln lassen hier nochmal, ne, so dass die Zwiebel auch schön glasig wird, dass sie nicht zu knusprig ist, sondern schön leicht zu zerkauen ist. Nebenbei ruhig mache ich immer noch das Gehackte hier einfach immer noch ein bisschen kleiner. Ja. Das ist einfach schön klein mit Zwiebeln. Ja, ihr seht schon, das ist jetzt gleich schon wieder fertig. Das geht, sage ich, ruckzuck. Ja. Da werden wir noch nicht mal alles für brauchen. Ja, das kann man dann aber trotzdem so essen. Ist ja nicht wichtig. So, nochmal schön. So, lassen wir mal ganz kurz ein bisschen. Mal ganz kurz.
ein bisschen rot sind. Herd schon mal ausmachen, weil den brauchen wir nicht. Na, dann können wir jetzt schon mal den Ofen sozusagen genau, einmal an. Perfekt, genau. So, den machen wir auf 180 Grad. So, dann nehmen wir hier einfach nur so einen kleinen Löffel, ja, machen das da rein, unten so ein bisschen und drücken es erstmal rein. Ne? Mehr braucht ihr halt wirklich leider nicht reinmachen, ne, weil ansonsten steht da zu viel erstmal über. Ne? So, ruhig noch ein bisschen so mit der Zwiebel, so ein bisschen mehr Zwiebel ruhig noch rein. So, na, schön vorsichtig. So. Seht ihr da, wie viel da reinkommt, wirklich gar nicht so viel. Ne? So ein bisschen verteilen. Deswegen sage ich, da braucht er wirklich gar nicht wirklich viel. Ich habe jetzt halt ein bisschen viel, man geht halt nicht hin. Ne? Ihr kennt es ja, ihr geht ja nicht zum Schlachter hin und sagt, oh, ich will 2,57 Gramm Hack. Dann sagt er auch, ja, und verpiss dich. Also machen wir noch ein bisschen was rein. So. Jetzt ist das Hack schön drin. Da haben wir noch ein bisschen was über. So. Dann nehmen wir unseren Schnittlauch, verteilen den so ein bisschen, noch ein bisschen was drauf. Hier noch mal ein bisschen frischen Schnittlauch überall rein. Auch hier schön, ne, noch mal ein bisschen schön frischen Schnittlauch. So. Da müssen wir jetzt gucken. Ja, dass die, ne, die kann auch sein, dass die nicht ganz reinpasst, sondern schön unten schön runterdrücken. Ja, siehst du, passt sogar nur so eine halbe gerade hier so rein. Ja, die drücken wir dann schön nach unten runter, schön vorsichtig. Ja, habt da sogar noch ein bisschen mehr, seht ihr halt. Ne, so, halbieren. Ja, schön unten reindrücken, so die Stückchen. So, hier auch. Wie gesagt, ihr könnt auch Fleisch, Tomaten nehmen, schmeckt halt ein bisschen anders. Ja, so. Auch da das Stückchen Mozzarella mit rein. Ja, wie gesagt, halbieren wir es erstmal vorsichtig so. Schon rein, ne? Wie gesagt, ruhig ein bisschen ausfüllen, dass es innen drin ruhig ausgefüllt ist. Ja. So, dass das auch schön passt. Passt, passt, passt. So, jetzt geht das Ganze weiter. Ja, jetzt kommt unser Ei dran. Ja, das schlagt ihr auf, schön vorsichtig. Ganz langsam. Ja. Das kann ruhig ein bisschen überlaufen. Nichts Schlimmes. Kein Gift oder so. Ja. Wichtig ist nur, dass ihr es ganz vorsichtig reinlaufen lasst. So. Ja, wenn es ein bisschen überläuft, ist nicht tragisch. Ja. Hier ist ein bisschen Käse drin. Wird aber passend, schön Vorsicht. Nicht, dass da die Schale mit reinkommt. So. Wie gesagt, wenn es mal überläuft, ist nicht tragisch. Aha. Deswegen halt immer gucken, dass wir nicht zu viel Mozzarella reinmachen. Na, dass halt noch Platz auch fürs Ei ist. Ihr seht es, hier war es super, hier ein bisschen zu viel. Ja, da müsst ihr so ein bisschen immer ein bisschen gucken, ne? Aber im Großen und Ganzen seht ihr ja, dass das gut passt. Ja, jetzt schon wieder aufmachen. Ja, wenn man hier sieht, das rutscht da gleich schön rein. So. Ja, hier seht ihr, das passt eigentlich fast ganz gut. Ja, da müsst ihr halt nur, wie gesagt, ein bisschen weniger Mozzarella dann nehmen. Ah ja, wenn da so ein bisschen was daneben läuft, ist ja auch nicht tragisch. Ja, immer schon vorsichtig, dann kann das nämlich noch ein bisschen reinlaufen. Ja, ihr seht es, und dann könnt ihr ganz langsam, ja, dass das Eigelb auf jeden Fall dabei bleibt. So. Ja. Der Ofen, man merkt schon, der heizt gut vor. So, und jetzt hier nochmal auch schön wieder schön aufmachen, das Ei wieder. Und auch schön vorsichtig einmal drauf. Nur, dass das Eigelb auf jeden Fall drauf bleibt. So. Ja, jetzt geht das Ganze erstmal ganz kurz ans Eingemachte. Wir nehmen einmal, ich mache mir das jetzt hier in die Hand rein. Ja, und dann
einmal so ein bisschen, ne, so eine Prise Salz, komm hier, ein bisschen drüber, da brauchen wir noch mal ein bisschen was. So. Ja, passt, ne, haben wir das Salz. So, wo haben wir unseren Pfefferchen? Genau. Ah, jetzt kommt noch ein bisschen Pfeffer drauf. Danach kommt die Mayonnaise. Nicht viel, also ein kleiner Klecks. Ganz vorsichtig. Warum kommt da nichts? Aha. Na gut, kann ja auch nichts kommen. Wenn wir die frisch gekauft haben, wundert mich die ganze Zeit so. Ich drücke, so, kommt nichts raus. So, jetzt aber. So, jetzt schön. Langsam. Ah, hol ich so zwei Kleckse drauf. Ja. So. So. Und so. Und nun geht es an das allerletzte. Da könnt ihr, wie gesagt, den Käse nehmen, den ihr am liebsten mögt. Ja, ich habe jetzt hier wieder den guten Emmentaler. Ja, und dann einfach schön erstmal wieder den Käse oben drauf machen. Wie gesagt, wenn noch ein bisschen was daneben geht, ist ja nicht ganz so tragisch. Wir kochen ja hier, also ja, da darf auch mal ein bisschen was daneben laufen. So, ja, ruhig schön drauf. Hier darf ruhig noch ein kleines bisschen mehr drauf und hier auch wieder. Ah, da ist noch ein bisschen was. Ruhig schön drauf machen. Ne? Käse kennt ihr. Kann man nicht genug haben. Ne? Da könnt ihr ruhig ein bisschen vorsichtig, wenn ihr den schon verteilt, ne? Dann habt ihr da eine gute Menge Käse. So. Ja, das Ganze kommt jetzt so für 20 bis 25 Minuten in den Ofen, so dass der Käse schön zerlaufen ist, leicht goldgelb-braun ist. Bei der Halbzeit ungefähr, also ich sag mal so nach 10 Minuten mal reingucken. Und dann werden wir uns also gleich wiedersehen, wenn ich dann sozusagen mit dem Reis anfange, denn das ist die leckere Beilage, die wir dazu nehmen. Also machen wir den Ofen auf, packen das Ganze rein und dann, wie gesagt, lassen wir das so für 20 bis 25 Minuten. Upsala, da ist gerade eine umgefallen, eine Tomate. Das sollte eigentlich nicht passieren. Upsala, ah, siehst du, ne, das sollte nicht passieren, dass sie umfällt. Und deswegen wieder einfach positionieren. Kann mal passieren, ne? Fehler passieren, auch beim Kochen. Ist halt ein bisschen bad, aber passt schon noch. Ja, wird noch passen, ja. Die eine sieht dann halt nicht ganz so lecker aus. Ja, schön vorsichtig. Ja, dann sage ich, dann sehen wir uns gleich wieder. Für mich dauert es ein kleines bisschen, bei euch ist es dann gleich, wenn wir das Reiswasser aufsetzen. Und am Ende sehen wir uns dann wieder, wenn wir komplett fertig sind. Also bis gleich, meine Freunde. Ja, da sind wir auch nun wieder. Jetzt ist Halbzeit. Wir haben jetzt hier ungefähr so gerade 11 Minuten ungefähr ist unser Auflauf oder sind unsere gefüllten Tomaten drin. Na, dann braucht ihr gar nicht so viel machen. Das kennt ihr alles. Aber trotzdem, na, ihr wollt immer die Länge haben. Einfach ein bisschen Wasser in so ein Töpfchen rein. Ja, und dann stellt ihr das einfach auf die Herdplatte. Macht die Herdplatte an. Wie gesagt, lasst das Wasser einmal aufkochen. Wenn es aufgekocht ist, genau, dann macht ihr den Beutel Reis rein, den ihr braucht. Wenn ihr, wie gesagt, alleine seid, reicht ein Beutel, ne, für zwei, vielleicht zwei. Na, ich mache, weil ich heute nicht so großen Hunger habe, auch nur einen Beutel. Na, nehmt ihr einen Beutel Reis, na, einmal reinlassen, lasst den 8 Minuten kochen. Na, und danach, wie gesagt, ja, sehen wir uns gleich am Ende wieder, wenn der Reis fertig gekocht ist, wenn unsere gefüllten Tomaten fertig sind und wenn ich dann sozusagen nochmal die kleine Soße ganz kurz anreichere für unseren leckeren Reis. Ja, und dann sage ich mal, bis gleich, meine lieben Freunde. Ja, da sind wir auch schon wieder. Unsere leckeren Tomaten sind draußen. Die gucken wir uns gleich auch einmal an. Unser Reis hier hat es nun auch endlich, ja,
geschafft, fertig zu sein. Den holen wir jetzt hier einmal kurz raus, schon vorsichtig. Ja, das heiße Wasser einmal abgießen. So, der Topf ist schon heiß. Perfekt. Ja. Das lassen wir mal kurz abtropfen. So, unsere halben Becher passierte Tomaten machen wir einmal rein. Das dient sozusagen als Soße, das brauchen wir nur ganz kurz aufköcheln lassen. Ja, da nehmen wir noch einen kleinen Schuss Olivenöl. Ja, einen ganz kleinen Schuss Olivenöl rein. Dann nehmen wir hier wieder einfach so ein paar Gewürze, na, ein bisschen Basilikum. So, den können wir ruhig mal runterstellen. Das braucht, wie gesagt, nur ganz kurz aufköcheln. Ein bisschen Oregano. Und zu guter Letzt eine kleine Prise Salz. So, und dann verrühren wir das Ganze einmal schön und lassen es einmal ganz kurz nochmal warm werden. Ja, und dann haben wir auch einfach schon eine ganz normale Tomatensauce mit dazu, zu den fruchtigen Tomaten. So, den Beutel Reis kann man dann hier auch gleich mit reinmachen. Wie gesagt, geht nur darum, dass die Tomatensauce kurz heiß wird. Ja. So, und dann einmal den Beutel. Ich mache den immer rein. Man kann jetzt auch, wir können jetzt auch einfach, na, meine Mutter würde sagen, meine Mutter oder meine Oma würden sich hüten. Ja, wenn ich sagen würde, ich mache das da rein, ne? Ich mache es selber, ich bin ehrlich, ich mache öfters Sachen rein. Meine Oma so, da kannst du nicht da rein machen. Aber na, es ist eine ganz andere Generation. Ne? So, ja, da haben wir den Reis jetzt. Ja, eine kleine Portion Reis. Ja, so, ein bisschen klein machen. Ja, das lassen wir kurz mal köcheln. So, jetzt gehen wir mal hier rüber und werfen mal einen Blick auf unsere Tomaten. So sieht das Ganze am Ende dann aus. Das Endergebnis einfach schön krosser Käse mit den Beilagen. Ne? Dann könnt ihr jetzt hier einfach die Tomate nehmen. Na, könnt sie euch hier einfach direkt auf den Teller packen. Ne, habt ihr drei große Tomaten. Ne? Richtig schwer gefüllt. Richtige Schwergewichte, diese Dinger. Na, aber schön saftig, wirklich lecker einfach. Ja, und sowas einfach mal zum Mittagessen machen, was ganz, ganz anderes. Ja, nicht so Standardkost, sondern jetzt habt ihr hier noch ein bisschen Käse leider drin. Ah, ja, hey Brocki, ne, du bist intelligent. Ey. So, ihr seht jetzt, hier ist ein bisschen was angebrannt. Ne, das müssen wir dann natürlich reinigen. Aber das ist dann nicht ganz so schlimm. Das müssen wir uns jetzt ja nicht angucken. So, ja. Ja, dann rühren wir nochmal um. So, und dann einmal ein bisschen Soße für den Reis. Ja. Und dann nochmal so einen ganz kleinen Klecks für die großen Tomaten. Nein, damit das nicht ganz so trocken ist. Aber das ist, wie gesagt, wirklich nicht trocken. Aber so ein bisschen Soße schadet halt nicht. Ja. Wisst ihr, was du noch über? Jeder kann natürlich so viel Soße nehmen, wie er möchte. So. Ja, Brocken, du solltest auch ins richtige Fach greifen. Ja, dann wollte ich doch mal sagen, geht mal wieder über zu der leckeren Geschmacksprobe. So, einmal hier rüber. Ja, ist ein bisschen bad. Rock macht hier Kunst, Alter. Guckt euch das an. Ja, zack, Alter. Ja, sollte vielleicht nicht unbedingt alles berühren, aber passt, wie gesagt. Die Auflaufform ist umso besser, wenn nicht viel daneben läuft. Ja, fangen wir mal wieder mit der kleinen Nebenkost an. Die Beilage sozusagen, einfach mit so ein bisschen kleiner fruchtiger Soße. Ja, ne? Ganz normal wie Reis, schön fruchtig. So, jetzt kommt das, was ihr alle sehen wollt. Wir schneiden die einmal hier, gucken wir, schön vorsichtig. Ja, man merkt schon, ne? Wenn man die jetzt hier auch aufschneidet mal, dass ihr mal einen Blick reinwerfen könnt. Ja, alles schön zerlaufen, schön fruchtig. Ja. Mega, mega lecker, wie gesagt. Ja. Sieht jetzt vielleicht ein bisschen komisch aus.
wieder aufpassen, ne? Da ist sehr viel Wasser noch trotzdem drin. Und Wasser allgemein wird sehr, sehr heiß. Ja. Und so war jetzt, wie gesagt, die Tomate war jetzt 25 Minuten drin. Schön im Backofen bei Ober- und Unterhitze. Da könnt ihr auch Umluft nehmen. Ja, dann könnt ihr einfach essen. Mozzarella, Emmentaler, leichter Zwiebelgeschmack. Einfach. Ja, schön ein bisschen eine kleine Fleischbeilage mit dabei. Ja, einfach schön lecker und fruchtig. Gibt es nichts dran auszusetzen. Schmeckt einfach lecker. Schön mit Ei. Ein drum und dran. Alles, was man braucht. Sieht lecker aus, schmeckt lecker und ist vor allem gesund. Ja, das war es nur von meiner Seite aus wieder von dem heutigen gut günstig Gaming Rezept hier auf meinem Kanal mit eurem Brock, meine lieben Freunde. Ich hoffe, das heutige gut günstig Gaming Rezept hat euch wieder gefallen. Wenn ja, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da, dann weiß ich, dass es euch gefallen hat. Ansonsten, wie gesagt, schreibt mir unten in die Kommentare, werdet ihr es nachmachen? Habt ihr sowas schon mal gemacht? Oder wie findet ihr die Kreation, die ich euch hier gerade gezeigt habe mit gefüllten Tomaten? Findet ihr es cool? Findet ihr es nicht cool? Einfach mal unten in die Kommentare auf jeden Fall reinschreiben. Ansonsten, wie gesagt, ja, wünsche ich euch auf jeden Fall gutes Gelingen beim Nachmachen. Lasst es euch schmecken. Bleibt alle gesund. Bleibt alle munter. Und wir sehen uns dann wieder zur nächsten Folge gut günstig Gaming hier auf meinem Kanal mit eurem Brocken. Und solltet ihr von mir nichts mehr verpassen möchten, sei es gut günstig Gaming, seien Streams oder andere Aktivitäten auf meinem Kanal, so könnt ihr jetzt jederzeit gerne rechts außen einmal auf Abonnieren drücken. Dann seid ihr immer auf dem Laufenden, was ich gerade wann, wie und warum mache. Ansonsten, wie gesagt, wünsche ich euch auf jeden Fall einen schönen, angenehmen Tag. Haut da rein, ich bin raus, euer Brocken.